So, ich bin gespannt, ob ich jetzt live bin und ob man mich hört oder nicht oder wie auch immer. Und was man überhaupt sieht. Da muss ich, warte mal, ich gucke mal selber gerade nach. Interessiert mich doch jetzt schon. Oh, das ging ja schnell. Ups. Zack. Ton ist gut, ja? Bild ist auch gut. Warte mal. Schauen wir doch mal. Weil vielleicht brauche ich dann gar keinen neuen Prozessor, sondern kann es einfach damit abfrühstücken. Da gehen zwar ein paar Sachen nicht so einfach. Aber vielleicht läuft es dann stabiler und hackelt nicht und buffert nicht und so. Buffert, buffert. Allerdings. So, bei mir. Wieso höre ich denn jetzt was? Naja, gut, wir probieren das mal. Einmal das hier. Zack. Größer, schöner. Geh auf du. Na also. Okay, ich spiele einfach mal und du gibst mir ja ihr Feedback. Okay, das hier ist schon mal verschoben, aber das macht ja nichts. Brauchen keinen Untertitel, oder? So, wie ist Verhältnis Stimme zu. Warte, ich muss leiser machen. Stimme zu Spiel? Ja. Passt das? Da muss ich irgendwas leiser oder lauter machen. So. Wie sieht's jetzt aus? Noch leiser? Noch leiser? Bam, 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 bam. Soll mich auch gut hören. Bin gut, okay. Also alles ready, ja? Yeah? Okay. Versuchen wir es mal. Du sagst es. Alles klar. Ich wünsche gute Unterhaltung. Wir haben Kapitel 1. Es gibt insgesamt 5. Kapitel 2 ist bisher noch erhältlich. Wir schauen uns aber erstmal den Teil 1 an. Ab geht's. Also ich gehe mit WASD, nichts mit Maus.
Ja. Holen wir uns einfach mal Wasser, gucken, was passiert. Hä? Oder wir klettern einfach in den Brunnen. Ich war seit Jahren nicht dort gewesen, doch es war der letzte Ort, wo ich suchen konnte. Die verlorenen Wünsche waren nicht, was ich suchte. Es war nicht ganz so wie in meiner Erinnerung, aber auch nicht allzu anders. Zwei seltsame Vorrichtungen hüteten den Schatz. Ich musste eine auslösen und abwarten. Es krummelt. Die Höhle war vollgepackt mit Eimern, Butterfässern und Betten. Der Anblick kam mir irgendwie vertraut vor. Das ist bestimmt ein Drache. Oder ein Riese oder sowas. So bequem das Bett auch war, es war der falsche Zeitpunkt, um dort zu verweilen. Moment mal, Opa. An den Teil der Geschichte erinnere ich mich nicht. Betten, die von Stalaktiten hingen? Dazu kommen wir noch, Gwendolyn. Keine Sorge, also wo war ich? Ach ja, während ich den Fluss aus rumpelnden Betten durchschritt, fürchtete ich, die Quelle dieses ohrenbetäubenden Windes zu kennen. Unter einem schlummernden Haufen Zähne und Klauen lag... Der Zauberspiegel. Oh, an diesen Teil der Geschichte erinnerst du dich also? Ja, weil ich Drachen liebe. Möchtest du weiter erzählen? Ja. König Edward schickte mich, den besten Ritter von ganz Daventry, aus, um seinen gestohlenen Spiegel zurückzuholen. Nur ein gigantisches Untier von einem Drachen stand noch zwischen mir und... Und einem schicken neuen Hut in meiner Sammlung. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Stuhlbein? Nein. Butterfass? Nein.
Ah, verstehe. Sollte ich vielleicht nicht gerade ziehen. Der fehlende Griff war also eine Falle? Was hast du gemacht? Tja, ich habe die Falle clever umgangen. Oder auch nicht. Und mich dann clever versteckt. Oh, 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 oh. Zum Glück bemerkte das halbblinde Untier mich nicht im Bett. Es muss schwer sein, direkt ins Auge eines Drachen zu treffen. Ich treffe ja nicht mal einen Heuballen. Ja, das vermögen nur geschickte Bogenschützen. Okay. Ich versuchte, die verrückte Vorrichtung zu bedienen, doch es fehlte ein Griff. Jemand hatte mir ein albernes Rätsel hinterlassen. Womit hast du den kaputten Schalter repariert? Drachen waren um einen riesigen Schalter an der Höhlenwand geschlungen. Diese Höhle schien voll gescheiterter Abenteuer zu sein. Nach einem kurzen Sonnenbad fing der müde Drache wieder an zu schnarchen. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Wer auch immer diese Falle entworfen hatte, hielt sich wohl für sehr schlau, aber ich fand sofort einen Weg, den Schalter zu treffen. Thank you.
Sehr schön. Der Spiegel rief nach mir. Eine Fütterungsvorrichtung sollte das Untier und vermutlich auch den Besitzer am Leben halten. Vielleicht jetzt? So, auf. Nein, okay. Abgelegt ist. Nein. Ich muss das andere nehmen. Damit das hintere runterfällt. Genau, da muss er hin. Und da muss ich ins vordere. Siehst du? Jetzt ist er das. Und jetzt muss ich ganz schnell hoch. Komm schon! Lauf, lauf!
Oh, 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 oh. Ah, okay, ich muss draufhämmern. Ah, verstehe. Okay. Wie geil ist das denn? Da ich nun den Zauberspiegel bei mir trug, träumte ich davon, zu welchem Königreich Daventry werden könnte. Ich hatte nun drei Möglichkeiten. Jede davon würde mich in Sicherheit bringen. Und alle hatten weitreichende Konsequenzen. Ich befreie dich, mein Freund. Töte dich nicht. Meine Hände zitterten und ich konnte das Seil kaum greifen. Aber mit letzter Kraft kletterte ich aus dem Brunnen und machte mich auf den Rückweg zum Schloss. Seit der Zauberspiegel wieder da ist, hat er unser Königreich vor Gefahren gewarnt und unsere Familie beschützt. Und er hat außerdem zahlreiche Krümel in meinem Bart aufgezeigt. Ja, ja, ja. Und König Edward war so froh, dass du seinen Schatz zurückgebracht hast, dass er dich zum König krönte. Den Teil kennt doch jeder. So... Zurück zum Drachen. Gwendolyn, es steckt so viel mehr in den Geschichten als Drachen. Ich hoffe, dieser Hut wird nicht nur als zerfledderter Stoff in Erinnerung bleiben, denn seine Nähte verbergen jede Menge Abenteuer. Also gut, dann zurück zum Drachen. Sag mir,
alles. Vor allem, warum hast du den Drachen freigelassen, obwohl er dich fressen wollte? Ich ließ ihn frei, weil ich mit den Jahren erkannte, dass er nicht das scheußliche Untier war, zu dem ihn Daventry gemacht hatte. Er war nur ein eingesperrtes Tier, dem nie mit Güte begegnet wurde. An diesem Tage verzieh ich dem Drachen seine Untaten. Du hast eine echt seltsame Art, Freunde zu finden, Opa. Ich schätze, ich auch. Zu Hause heiße ich Gwendolyn die Beliebte, aber nur für meine Stofftiere. Ich fand es schon immer wichtig, viele Freunde zu haben, auch wenn der Wunsch manchmal recht einseitig war. So, ihr beide. Großvater braucht Schlaf. Und Gwendolyn, du solltest längst im Bett sein. Gute Nacht, Opa. Bis morgen. Ich komme wieder. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin agil wie eh und je. Ich hätte aber nichts gegen etwas Zauberfrucht. Hallo, Cousine. Gard. Schön, dass du endlich da bist. Er fragt schon seit Tagen nach dir. Eine Geschichte hat er mir 5-mal erzählt. Wir kamen so schnell wir konnten. Und ich mag Opas Geschichten. Besonders die mit den Drachen. Ach ja, die legendäre Bestie, die er freigelassen hat. Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie ihm egal ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja, die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Großvater geht's gut, Gwendolyn. Sie sagen alle dasselbe. Er ist eben alt. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Schau, wir freuen uns, dass ihr hergekommen seid, aber es gibt rein gar keinen Grund zur Sorge. Du solltest jetzt schlafen. Ich wette, Großvater hat morgen ein paar haarsträubende Geschichten für dich parat. Ah, außerdem steht ja morgen das Turnier an. Ach ja, das Fechtturnier. Das wird toll. Ich bin natürlich der Favorit und ich sorge dafür, dass du den besten Platz hast, um meinen Sieg zu sehen. Der Hof wird voller wichtiger Leute sein und es gibt köstliche Hors d'oeuvre. Oh, ich mache selbst auch beim Turnier mit. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Kinderturnier gibt. Das ist ja toll. In dem Fall werde ich dir natürlich zujubeln und dabei ein paar von den Leckerbissen naschen. Nein, kein Kinderturnier. Ich trete morgen gegen dich an. Verstehe. Dann lässt du dir also nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern willst endlich selber welche schreiben. Gute Nacht, Gwendolyn. Schlaf gut. Komm rein, Gwendolyn. Die kannst du auf den Nachttisch stellen. Oma sagt, du sollst je 3 Löffel nehmen. Später. Es gibt keinen Grund, einen solchen Wirbel um mich zu machen. Reden wir zuerst über wichtigere Dinge. Zum Beispiel dieses Fechtturnier. Du machst da mit? Ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht recht. Papalapap, falls du wegen Gard Sorgen hast, nicht nötig. Eigentlich weiß ich überhaupt nur, dass du dabei bist, weil er sich beklagt hat. Er fühlt sich wohl bedroht. Es gibt viele Wege, im Duell zu siegen. Ich zum Beispiel setzte stets auf. Präzision durch Übung und ein paar gute Manöver. Trainiere hart und verlasse dich auf deine Instinkte.
Apropos, da gibt es eine Geschichte. Du kennst sie, glaub ich, noch nicht. Als ich ein junger Bursche war, bevor ich ein Ritter wurde, bevor ich nach Daventry kam, ja sogar bevor ich auf einen Drachen traf, da gab es ein Turnier, das mein Leben veränderte. Eine lange Geschichte, doch ich fasse mich kurz. Tja, Triumph, ich denke, hier können wir heute Nacht Rast machen. Ruhen wir uns aus. Morgen wird ein großer Tag. Oder ein Hamster, ich weiß es auch nicht. Nachdem ich die Klippe elegant überwunden hatte, erfreute mich der Anblick der Straße. Das erste Zeichen von Zivilisation. Daventry lag wenige Meilen in östlicher Richtung. Ich kannte es aus Reiseführern und konnte es gar nicht erwarten, die spektakuläre, schwebende Insel zu besuchen. Was ist mit Triumph? Keine Sorge, Triumph kann auf sich aufpassen. Wir haben schon schwere Zeiten erlebt, aber er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Ich hätte schwören können, dass die Parade der Ritter in Spe erst am nächsten Tag war. Triumph und ich hätten dort mitmarschieren sollen. Meine ersten Minuten in Daventry waren kein gelungener Start. Wie hast du sie eingeholt? Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Hunde, Pferde. Sah mir auch aus wie so ein Eine seltsame Spur zog sich durch den Wald. Ich fragte mich, was diese Vögel mit Werkzeug wollten.
Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolyn, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Es gab keinen Grund, diesen wunderbaren Baum zu fällen. Das Rad schien noch nicht lange kaputt zu sein. Das Rad war schon kaputt. Ich musste es nicht verschlimmern. Kommt sicher schwer auszusprechen. Schleich dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh, was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein oder ein sei es drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und sieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen. Welch herrliches Material. Hey. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte. Du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilfst du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Nein. Alles klar. Ich entwirre mal kurz meinen Kopfhörer. Geh auf die Toilette. Nur etwas Hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Ich bin stark wie ein Fels, oder doch nicht? Eher gerädert. Hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist! So, kommt nach Daventry, bestaunt all die Brücken! Welche Brücken, bitteschön! Stark wie ein Fels, oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist. Bestaunt all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? Nur etwas Hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt.
stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher Gerede. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen... Ah, vermaledeiter Mist! Oh, kommt nach Daventry, bestaunt all die Brücken! Welche Brücken, bitteschön? Schmalz da und schon verflixt. Ich bin stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Vermaledeiter Mist. Oh, kommt nach Daventry, bestaunt all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? Nur etwas hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist. Bestaunt all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? Nur etwas hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Ich bin stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist. Daventry, bestaunt all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? Nur etwas hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist. Daventry, bestaunt all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? So, da bin ich wieder. Mit einem Muffin und was zu trinken. Nur etwas hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Stark wie ein Fels oder doch nicht? Eher gerädert. Das hier müsste nur etwas nach links und noch ein bisschen. Ah, vermaledeiter Mist.
Sehr gut. Oh, kommt nach Devon Street, beschaut all die Brücken. Welche Brücken, bitteschön? Nur etwas Hang hier und etwas Muskelschmalz da und schon verflixt. Mal gucken, ha? Darf ich die Ziegen streicheln? Finger weg von meinen majestätischen Einhörnern! Einhörner. Vielleicht gab es am anderen Flussufer ein Rad. Zu schade, dass ich nicht schwimmen konnte. Wie bist du rübergekommen? Na, wir haben doch eine Axt gefunden. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Oh, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Oh. Hierher, Mietz, Mietz. Keine Mietz, keine Mietz. Ja, vielleicht. Da waren keine Räder. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Hila. Da gibt es eine Hecke. Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in Daventry nicht bei der Parade. Eine Bäckerei. Es roch einfach köstlich dort. Aha, es sprach nichts dagegen, das harte Brot als Ersatzrad zu nehmen. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Na komm. Ich ließ ein paar Münzen für das Brot da. Die Sachen sahen lecker aus, aber mit vollem Magen konnte ich nicht am Turnier teilnehmen. Das glaube ich gerne, Princess. Ich stieß auf eine Art Kuriositätenladen. Es wurde scheinbar nichts gebraut. Zwischen dem Krimskrams befand sich ein Schälchen mit der Bitte um Trinkgeld. Ich musste mir nur ein Rad borgen. Ah, okay.
Sonst noch was? Da haben wir den Schmied. Es sah aus wie ein Schmiedeladen. Mich raten, ich hätte auch das dann nehmen können. Verflucht. Für heute hatte ich mir genug geborgt. Verdammt. Und dann hast du dir alle Waffen genommen, richtig? Nein, Gwendolyn. Ich suchte ein Rat, keinen Kampf. Hallo, dürfte ich mal vorbei? Nein, wir sind hier, um den Eingang zur Stadt zu bewachen und Gesindel draußen zu halten, während alle die Parade ansehen. Sonst würden die Lumpen in den leeren Läden Amok laufen. Zurück, Junge. Wir halten nach Eindringlingen Ausschau. Na gut. Wie ich war der kleine Baum erst ein junger Spross und brauchte Zeit zum Wachsen. Was denn? Zu verzweigt? Kein oh. Kommentar. Du gewöhnst dich dran. Noch. Sicher ist sicher. Ah, eine Abkürzung. Muss ich mir wirklich nochmal anhören, wie du über den umgestürzten Baum balanciert bist? Nein, wohl nicht. Such mir ein Rad, Junge. Etwas Großes und Rundes sollte genügen. Damit könnte es doch klappen. Gute Wahl, Junge. Dank sei den Yarblesmooths, dass dieses Brot so alt ist. Hoffentlich hast du nicht zu viel dafür bezahlt. Dein Gesicht lädt dazu ein, dich übers Ohr zu hauen. Dafür habe ich auch genau das Richtige. Aber jetzt müssen wir uns um wichtige Turnierangelegenheiten kümmern. Ja, ja, ich sollte meine Einhörner wohl nachts besser einsperren. Herr von Schlinger hat ein kleines Knabberproblem. So, los geht's. Warte, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Teilnahmeschein für das Turnier organisiert. Da du mir netterweise ein Rad gebracht hast, bin ich gewillt, ihn dir zu einem halbwegs günstigen Preis zu überlassen. Na, Interesse? Sonderangebote sind immer gut. Nur so selten, Junge. Wenn ich eins sehe, gebe ich dir Bescheid. Hier, bitte. So, jetzt duften wir aber von hier. Herr von Schlink, los geht's. Herr von Schlink, bei Fuß, halt, stehen bleiben, stopp. Wir hoffen aufrichtig, dass dir dein Aufenthalt in unserer Luxuskabine gefallen hat. Bitte achte beim Hinaustreten auf deinen Kopf. Danke für die Gastfreundschaft. Nicht faulenzen, Junge. Du hast Glück, dass die Parade Halt macht. Da fehlt wohl seltsamerweise schon wieder eine Brücke, oder? Pass auf, wo du hintrittst. Nicht, dass dein hübscher Umhang nass geweiht wird. Boom, war Yoga, mein Guter. Denk an meinen kleinen Mann. Vor allem, wenn deine Taschen voller Gold sind. Zurück, zurück. Hallo, entschuldigt die Verspätung.
Ich stehe auf der Liste. Vorname Graham. Nachname? Die Liste befindet sich in der Arena, welche jenseits der Brücke liegt, die aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wir haben eine Notlösung angefordert. Der Auftrag ist in Bearbeitung. Bei den Budgetproblemen in letzter Zeit bin ich skeptisch wegen der Reparaturen. Können die zwei da nicht nachsehen? Kyle und Larry? Die sind außer Dienst. Frag nicht. Keine Sorge, die Ritter in Spee da drüben finden schon eine Lösung. Dann können wir mit den Prüfungen fortfahren. Aber ich bin ein Ritter in Spee. Wenn ihr mir Platz macht, finde ich bestimmt einen Weg hinüber. Laut Deventry-Dekret 6645 darf ein königlicher Gardist während der Dienstzeit auf keinen Fall und unter keinen Umständen seinen Posten verlassen. Naja, Addendum 237a erlaubt es uns, den Posten zu verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand in einer schweren Notlage ist. Ich sehe mich korrigiert. Und wir wollen kein zweites Rubenstern-Fiasko. Ein verspäteter Prüfling stellt aber wohl keinen Alarm dar. Wir können den Posten nicht verlassen. Befehl ist Befehl. Das kriegen wir doch hin. Okay. Baum fällen ist schon mal klar. Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. Der Wald ist auch gesperrt. Zurück. Hier laufen äußerst wichtige Schutzmaßnahmen. Was haben wir? Wir haben... Achso. Mhm. Bin ich mit einem Teilnahmeschein würdig genug? Tut mir leid, die Teilnahmescheine werden erst in der Arena eingesammelt. Na gut. Kommt her, Bienen! Okay, das klappt noch nicht. Wir hier noch. Wie kommst du denn darauf? Sei ein Rabiat. Das ist gefährlich. Lern schwimmen, Junge. Danke für die Rettung. Gern geschehen, Junge. Er hat mit mir geredet. Ich glaube, er hat... Diese Müdigkeitsausrede wird langsam alt. Alt, aber nicht minder aktuell. Hä? Oh, oh. Oh je. Nicht gut. Ja, ein bisschen rabiat. Aber dafür bin ich jetzt drüben. So geht's auch. Hier drüben, Kamera. Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Oh ja. Er war ein ziemlicher Idiot, hab ich recht? Einen Baum entwurzeln. Na toll.
Ich nehme dann mal 5, ja? Okay. Hüpfen wir eben hier rüber, ne? Entschuldigung! Und ich bin rabiat, ja? Der Baum war zu schwer für mich. Ich musste ihn klein hacken. Ich ließ die Axt im Baum zurück, weil ich sie nicht mehr benötigte. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Alle fragen immer nach der Axt. Das wird langsam lästig. Oh. Okay, ich brauche ein Seil. Ihr könnt mich nicht ewig ignorieren. Nicht böse gemeint, aber ich bin gerade in Gedanken. Na, der Zwerg nimmt wahrscheinlich meinen Floß jetzt. Oder so. Einen Moment. Graham, richtig? Ja. Woher kennt ihr meinen Namen? Du wärst überrascht, welche Informationen die Leute preisgeben, wenn sie zu sehr über ihren eigenen Kram nachdenken. Und übrigens, ohne dich hätte es niemand hinübergeschafft. Gut gemacht, Graham. Danke, denke ich. Man wird es dir nie danken. Diejenigen, die ihren Verstand ihren Muskeln vorziehen, gehen meistens nicht in die Geschichte ein. Ich merke schon, wir zwei sind uns ähnlich. Du bist ein kreativer Denker mit Verstand. Um hier zu gewinnen, musst du ihre Stärke, Beweglichkeit und ihr Tempo wettmachen. Und du brauchst einen Freund. Ich bräuchte echt einen Freund. Man nennt mich Money. Sehr erfreut. Also, Freund, was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du Bonbons mit Popcorn-Geschmack? Wann hast du Zeit für Pyjama-Partys? Sind wir in einem Geheimclub? Grün. Ich mag lieber Pizza. Ich habe immer Mittwochs- und Samstagszeit. Und ich würde eher von einer geheimen Allianz sprechen. Allianz? Dieser Wettbewerb wird nicht einfach. Und Daventry braucht Männer wie uns. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance.
Wie ist der Plan? Wenn du gewinnst, leg beim König ein gutes Wort für mich ein. Wenn ich gewinne, mache ich dasselbe. Bald machen wir Karriere im Schloss. Wir sollten uns jetzt zum Turnierplatz begeben. Du kannst auf mich zählen. Nein, das klappt nicht. Mir fehlt wahrscheinlich auch das Mundstück, oder? Ja. Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Zur Tribüne, bitte. Da wir nun die Liste zurückhaben, ist es meine Pflicht, dir zu sagen, dass du offiziell eingeschrieben bist. Und es tut mir sehr, sehr leid, aber uns sind die Souvenirbeutel ausgegangen. Kein Problem. Ich brauche keinen Beutel. Meine Mutter hat mir lauter Taschen in den Umhang genäht. Fängt die nächste Disziplin bald an? Nicht so voreilig, Junge. Die Turnierverordnung schreibt vor, dass jeder Wettkämpfer sämtliche Disziplinen absolviert, um weiterzukommen. Da du dich verspätet hast, hast du den Ritterlichkeitstest und die Willkommensparade verpasst. Diese beiden fröhlichen Aufwärm- und Kennenlernübungen sollen das Eis brechen, bevor wir uns den üblichen Dingen wie Tod, Zerstörung und Halsabschneiderei zuwenden. Vergiss nicht, Zusatz 70 Artikel 4 zu erwähnen. Dazu wollte ich gerade kommen, danke. Im Interesse der Chancengleichheit besagen die neuen Regeln, dass du den Ritterlichkeitstest nachholen darfst, sofern dein Fehlen einen triftigen Grund hatte. Darum frage ich dich, aus welchem triftigen Grund hast du dich verspätet? Was genau heißt denn triftig? Ich vermerke... ist beschränkt. Geh und misch dich unter deine Mitstreiter. Finde so viel wie möglich über sie heraus und komm wieder zu mir, wenn du für den Ritterlichkeitstest bereit bist. Ich bin nicht beschränkt. Vielleicht kann ich mit dem Teilnahmeschein den Ritterlichkeitstest umgehen. Es ist noch zu früh für die Teilnahmescheine. Okay. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an, Federgewicht. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Ich bin Graham. Graham... Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Und ihr heißt... Man kennt mich im ganzen Land als Sir Serdig. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Im Ernst, was versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Okay. Wie war noch gleich der Name, Sir Speck? Acorn. Sag es, oder du wirst es büßen. Wie war noch gleich der Name? Sir Walross? Acorn! Sag es, oder du wirst es büßen. Wie war euer Name, Dicker? Acorn! Sag es, oder du wirst es büßen. Dann lasse ich euch mal... Verschwinde! Acorn. Na, geborgen.
Ich konnte seine Pracht schon... Hi, ich bin Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Der Traum jeder Frau? Ganz recht. Die Damen lieben Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe, ich... Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt... Ihr seid... Sir, von sich überzeugt. Vorlaut? Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Eine Sekunde bitte, bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Makamaka! Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Also, wo kommt ihr her? Achaka. Aha. Klingt ja exotisch. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Alles gut. Danke, Manny. Bis dann. Den Schatz im Innern beinahe ge... Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Was willst du? Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Er ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Dann lasse ich euch mal. Verzieh dich!
Schlupfen bei Whisper und also, ja? Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte, Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper Whisper. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Geh nicht! Whisper schafft das! Ein netter Gedanke, aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. So, gehen wir nochmal zu ihm zurück. Achaka. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper? Sein Gang mag ja geräuschlos sein, sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen. Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Gehen wir mal zum Ritterlichkeitstest. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Na klar. Legt los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Daventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Achaka. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du 2 Antworten richtig. Scheiße. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Okay, wer spricht mehrere Sprachen? Wahrscheinlich ist es doch der Achaka, ha? Kamaka, Kai, Riski, Kei, Duka, Changa, Yakamata, Afanata. Shreki, Afamata. Shreki, Makamakadun. Achaka. Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest.
Ah, und der schnellste ist wahrscheinlich dann der Kleine, ne? Bereit für den Ritterlichkeitstest? Legt los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Achaka! In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut ja, dann sind doch alle vier weg. Favorit für ja. den Sieg. Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Trickfrage. Manny ist der volle Name. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage... Oh, vielleicht heißt er nicht Manny komplett. Sieht aus, als hättest du... eine Antwort richtig. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Eine nur? Dann ist Whisper nicht der Haupt... Hast du die Menge gehört? Sie jubeln mir zu! Sie lieben mich! Zurück, zurück! Vielleicht kann ich hier irgendwie noch was... Da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Du schon wieder? Wie war euer Name, Hörnchen? Acorn! Sag es, oder du wirst es büßen. Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist... Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Dann lasse ich euch mal... Fort jetzt! Ich sparte mein Geld für eine bessere Gelegenheit auf. Das schien keine gute Idee. Riss mich aus der Benommenheit und ich ging in Deckung. Es kam auf mich. Boxhorn. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Alles gut. Danke, Manny. Bis dann. Also, Chaka ist der schnellste. Kai. Avalon? Warte mal. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Legt los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Also das wäre ja Manny. Manny, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spee stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Das vielleicht als Chaka. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... alle Antworten richtig. Ach. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben. Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Deventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Ah, hier drüben! Ich hab meinen hier! Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein.
Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Uah, womöglich ein Rotztuch. Jeder Ritter ins B bringe uns als Trophäe bitte ein Tam-tam-tam-tam, Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Daventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun geht eure Wege und holt euch eure Augen. Whisper! Whisper schafft das! Okay. Pass auf, Kleiner. Oh, danke. Nicht gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Amaya Blackstone, sehr erfreut. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Hier ist aber fix. Kein Zutritt. Baustelle. Okay, da gucken wir mal. Auch ein Auge. Also, wie hast du ein Auge gefunden? War ein scheußliches Untier darin. Autsch! Hey! Wie konnte ich das Untier herauslocken? Das ist doch Geldverschwendung. Schade, sie hätten wunderbare Kürbislaternen abgegeben. Eine fehlende Glocke fällt sicher nicht auf. Wir verdanken König Edward viel. Sein Vermächtnis litt in seinen späten Jahren, doch er war ein großer Mann. Und er hinterließ mir ein Daventry, das zu dem Königreich wurde, das wir heute kennen. Wie süß. Der Dachs wollte sich mit den Eichhörnchen anfreunden. Wie
Ich hatte nur noch eine Münze, als ich in die Stadt kam. Ich brauchte eine billige Lösung, um an ein Auge zu kommen. Wagen einfach mal da bei der Kräuterfrau. Du bist nicht der Botenjunge, oder? Der Krämer ist sonst immer so schnell mit der Lieferung unserer wundersamen und oft auch köstlichen Zutaten. Ah, beim Rossbart, Chester. Der Junge ist kein Bote. Er sehnt sich nach einem Posten am Hofe König Edwards. Er scheint ein mitfühlender junger Mann zu sein, aber er wirkt hier etwas wie ein Fisch an Land. Er muss mehr mit dem Hirn denken und weniger mit dem Herzen, wenn er seine Mitstreiter im Ritterturnier schlagen will. Wow! Habt ihr meine Zukunft vorhergesehen? Nein, nur alte Leute, die andere schnell verurteilen. Ja, wir urteilen schnell. Das ist mein Urteilsblick. Muriel und ich wahrsagen nicht mehr. Ja, das hatte keine Zukunft. Unser Kerngeschäft besteht nun aus Tränken, Kuriositäten und gelegentlichen Streichen. Unser Wissen teilen wir gern umsonst, aber alles andere kostet Gold. Sieh dich um, Junge. Sag Bescheid, wenn du etwas siehst, was dir gefällt. Etwas Magisches wurde in dem Kessel gebraut. Das sah aus wie eine zerbrochene Laterne. Was sind das für kleine Kerle? Vogelbomben. Unsere eigene Erfindung. Ein bisschen wie Rauchbomben. Aber sie enthalten Gas, das ihre Opfer wie Hühnchen gackern lässt. Temporär, versteht sich. Die da sind allerdings abgelaufen. Sie sind also nur noch Deko. Er erinnert mich an unseren Sohn. Etwas Magisches wurde in dem Kessel gebraut. Sprich lauter, Junge. Habt ihr Augen scheußlicher Untiere auf Lager? Ein Auge? Ja, ja. Wie ist dein Name? Ich bin Graham. Graham. Mit G nehme ich an. Ich finde deinen Namen nicht auf der Liste. Du hattest doch vorbestellt, oder? Vorbestellt? Yep. Die Augen gehen gerade weg wie warme Semmeln. Wenn du nicht vorbestellt hast, hast du Pech. Die Nachfrage ist riesig. Wenn du willst, schreiben wir dich auf die Warteliste für die nächste Lieferung. Wann trifft die denn ein? Wir werden alle 8 Monate beliefert. Das reicht mir leider nicht. Sekunde, Graham, nicht wahr? Würdest du uns kurz dein Gehör leihen? Bin ganz Ohr. Ich nehme an, du brauchst ein Auge für das Turnier. Ja, ich will unbedingt ein Ritter werden. Wieso? In Daventry dreht sich doch alles nur um Addenda und Proklamationen. Furchtbar. Und weißt du, wie viele Gardisten wir an das gefräßige Grabenmonster verlieren? Naja, mein Vater war Ritter. Und mein Großvater war Ritter. Und mein Urgroßvater war Zahnarzt. Aber sein Vater war auch Ritter. Also haben alle meine Vorfahren sich um Kronen gekümmert. Ich habe noch vor dem Examen eine Stelle als Ritter gesucht, aber alle waren schon vergeben. Ich passe zwar nicht ganz hierher, aber Daventry ist meine letzte Chance. Oh, du wirst dich hier wunderbar einfügen. Es mag zu spät sein, um regelkonform das Auge eines Untiers zu beschaffen, aber wer klug ist, legt die Regeln kreativer aus. Sagt, was wird da eigentlich in dem Kessel gebraut? Ein Verwandlungselixier? Ein Unbesiegbarkeitstrank? Kann ich mit Tieren sprechen, wenn ich das trinke? Noch was zu trinken, ich fühle wie ein Adler! Oder eine Fliege? Oh, das! Das ist Zahnweißtrank! Glänzende Aussichten! Sieh her! Der Trank, der alles weiß macht! Oh, tja, ein paar Feinheiten fehlen noch. Solange wir noch in der Musterphase sind, darfst du kostenlos irgendwas reintunken. Oh,
Was kostet die Kerze? Die immer brennende Blauflammlaterne? Das Gehäuse ist kaputt. Sie wurde zur Reparatur gebracht, aber nie bezahlt. Ich sag dir was. Bring uns etwas, das wir aushöhlen können, um die Kerze hineinzustellen. Dann kostet sie dich eine. Oh, Kuchen wäre auch super. Ade. Möge dein Kopf gefüllt sein mit Wissen. Wir nehmen dein Geld erst an, wenn wir die Arbeit erledigt haben. Bring uns ein Gehäuse für die Kerze, dann akzeptieren wir gerne dein Geld. Okay. Reden wir jetzt mal mit allen. Ach da, hier ist das. Oh, hey, Graham. Wenn du scharfe Sachen magst, bist du hier richtig. Wir haben über 23... Oh, Verzeihung. Ich hatte eine harte Nacht. Bin auf dem Boden aufgewacht. Mein Bett war futsch. Kaum zu glauben, oder? Was für ein Spinner klaut ein Bett, während jemand drin schläft. Und das Merkwürdigste ist, dass sonst gar nichts fehlt. Aber sieh dich einfach um und wenn dich was interessiert, sag mir Bescheid. Oh! Hände weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Hände weg vom Brösler. Außer du hast 50 Goldmünzen für einen Arbeitsauftrag. Du kannst einen Arbeitsauftrag erteilen, um etwas zu heben, zu fällen oder zu zerbröseln. Der Brösler kümmert sich dann darum. 50 Gold also, okay. Was kostet der verbogene Dolch da drüben? Der ist noch nicht fertig zum Verkauf. Hast du dich entschieden? Wisst ihr zufällig, wo ich ein Auge eines scheußlichen Untiers finden kann? Was für ein schöner Tag für ein Turnier. Meine liebste Zeit im Jahr. Feurige neue Rekruten, der Klang aufeinanderprallender Rüstungen und das Spektakel. Der Beste und Hoffnungsvollste wird sich hervortun. Ich liebe es. Manche finden das Programm zwar barbarisch, aber ich bin stolz auf unsere Tradition. Wenn ich mit dabei wäre, würde ich mir die furchterregendste Bestie suchen, die ich finden kann. Den Mutigen gehört die Welt. Du wiederum hast ein gütiges Herz und würdest kein Tier erblinden lassen, um einen Wettstreit zu gewinnen. Deine Arme haben sich ja nie einen Bogen gehalten. Nein, du bist einfach zu nett. Aber vielleicht irre ich mich ja. Was ich fragen wollte, wofür ist dieses Schwert? Für den Kampf gegen Werbären? Hat es Eisorks niedergestreckt? Ist es überhaupt zugelassen? Ist es aus Furcht geschmiedet? Ach, das ist für die Gartenarbeit. Ich stutze meine Hecke damit. Aber da alles erledigt ist und meine Petunien in voller Blüte stehen, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Und das nur für eine Goldmünze. Damit kannst du sicher jede stachelige Situation lösen. Okay. Auf bald. Hey, tust du mir einen Gefallen? Wenn ich kann. Hilfst du mir, das Hintertor geschlossen zu halten? Ich leite die Wetzelwolfwache hier in der Stadt. Wir bekommen sogar bald Abzeichen. Wenn du das Tor geschlossen hältst, kannst du Mitglied werden und ein Abzeichen haben. Und? Hast du deine einzige Goldmünze für das epische Gartengerät ausgegeben? Aber ja, wer wagt, gewinnt. Versprich mir, Graham, dass du dies nur zu seinem eigentlichen Zweck einsetzt. Ich werde Hecken trimmen wie kein anderer. Das Grünzeug wird Augen machen. Gehen wir noch eben in den Bäcker rein, wissen wir, was der auch noch hat. Schon mal hier sind. Hallo und guten Tag, wenn ich das so sagen darf. Manchmal bin ich einfach ein Glückspilz. Die Brücken sind außer Betrieb, mein Zulieferer kommt nicht und doch habe ich das Brot von gestern verkauft, ohne dass ich anwesend war. Ich wünschte, mehr Leute in Daventry wären so ehrlich. Wie kann ich dir helfen? Du tüchtiger Bursche.
Du müsstest mal was auf die Rippen kriegen. Was ist im Angebot? Heute backe ich eine Köstlichkeit. Großmutters Sternpilzkuchen. Er ist groß genug, um eine Armee zu ernähren. Oder jemanden, der den Appetit einer Armee besitzt. Ich habe ihn schon mal allein aufgegessen. Verurteile mich nicht. Schließlich würde niemand einem dürren Bäcker trauen, oder? Leider wurden meine Zutaten nicht geliefert. So kann ich den Teig nicht fertigstellen. Bis die Brücken wieder im Einsatz sind, müssen alle mit meinem Ziegenhufkuchen vorlieb nehmen. Oh, ein Vorschlag. Wenn du mir Sternbeeren und Zuckerpilze besorgst, kannst du den gewaltigen Kuchen zum einmaligen Preis von einer Goldmünze haben. Ja, shit. Wo finde ich die Zutaten für den Riesenkuchen? Ich benötige auch eine Goldmünze, aber welche Zutat? Die Zuckerpilze. Sie sind rosa und wachsen nur dort, wo es kalt und dunkel ist. Die Sternbeeren. Sie sind gelb und wachsen auf hohen Bäumen in sonniger Lage. Okay. Egal. Gibt es Kostproben? Nur heute. Und zwar unseren neuen Walnussstrudel. Allerdings habe ich keinen Bitterwurz mehr. Allein schmeckt das Zeug fies. Aber es unterstreicht den nussigen Geschmack des Strudels. Meist wächst es unter großen, schweren Felsen. Bring mir was und du kannst den Strudel probieren. Guten Tag. Auf bald. Okay. Das hat sich doch gelohnt. Ab ins Wäldchen. Gehen wir doch mal suchen. Sicher viele Goldmünzen. Ja. Bin nicht der Geschickteste. So viel ist sicher. Ich war knapp dahinter und ich hoffte, dass ein Untier in dem Brunnen lebte und ich wollte unbedingt ein Auge. Aber Opa, der Drache lebt da unten. Das wusste ich noch nicht, Gwendolyn. Tu so, als wüsstest du es auch nicht. Diese Geschichte spielt vor der von gestern. Manchmal muss man mit der Reihenfolge brechen. Oh, alles klar. Verlorene Wünsche? Damals konnte man in Daventry nicht viele Wünsche verlieren. Ja, und ich dachte, ich hätte jetzt... Er war mir eindeutig über, aber ich musste etwas beweisen.
Mr. Lama. Affamata. 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 Water. Affamata. 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 Stalama. Affamata. 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 Water. Und dann machten wir. Water. Eine Überraschung. Wir waren nicht so begeistert. Ich nahm den langen Weg, eher den erstaunlichen. Am Ende würde das Auge mir gehören. Ach, da bist du.
hatte das Feuer gepackt. Opa! Ja. Affanata! Okay, Affanata ist es schon mal nicht. Uka! Salama, Salama! Uka! Affanata! Affanata! Okay, das war einfach. Hey, schöne Aussicht. Achaka. Guter! Affanata! Was macht das denn? Oh, oh!
Der Drache wurde nicht an der kurzen Leine gehalten. Appanata. Buta. Appanata. Buta! Stalama, Stalama. Buta! Appanata! Appanata. Was? Nein, war doch gut. Buta. Stalama, Stalama. Alles richtig. Buta! Appanata. Ich denke mal, wir müssen jetzt zurück. Also ich hoffe. Ach so, genau, und dann wahrscheinlich das Glöckchen läuten.
Sehr gut. Achaka. Sehr schön. Können wir uns das Drachenauge teilen? Shwaki, Afamata. Ganz meine Meinung. Shwaki. Ich hab genug. Ich hab genug. Das ist nichts für mich. Wo willst du hin? Ich gehe heim, wo ich hingehöre. Man versprach mir Wunder und Abenteuer und spektakuläre schwebende Inseln. Stattdessen fand ich ein Daventry, das nie so sein wird, wie es früher mal war. Daventry braucht dich, Graham. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber gib ihnen Zeit. Es kann wieder großartig werden, wenn die richtigen Leute das Kommando übernehmen. Dieser Mensch bin ich nicht. Und wer an mich glaubt, könnte dabei draufgehen. Also gut, geh. Dann werde eben Zahnarzt. Ich schätze, Achaka hat sich geirrt. Was? Ach, nichts. Es war mir eine Freude, Graham. Raus damit! Na gut. Ich habe beim Ritterlichkeitstest mit Achaka ein paar Worte über dich gewechselt. Hast du dich nie gefragt, warum Achaka beim Turnier dabei ist, Graham? Hat er dir je gesagt, warum?
Vielleicht. Aber ich verstehe nur zwei Worte in seiner Sprache. Eine schreckliche Hungersnot hat Achakasdorf Jukmichia geplagt. Er hat seine leidende Familie zurückgelassen, um am Turnier teilzunehmen. Er hoffte, eine Audienz beim König zu erhalten, um dort um Hilfe zu bitten. Ein hochgestecktes Ziel, selbst für ihn. Klasse. Also muss meinetwegen ein ganzes Dorf hungern. Jetzt geht's mir besser. Nein, denn dank dir wird ein Dorf gerettet. Achaka war beeindruckt von dir. Er hat mir gesagt, dass er dich auf deiner Reise nach Daventry beobachtet hat und dass du eine Person wärst, die Veränderungen bringen kann. Auf jeden Fall mehr als diese Blechköpfe. Wenn du nicht für dich selbst oder für mich kämpfst, dann kämpfe für die Jukmichianer. Sie brauchen dich. Du bist ihre letzte Hoffnung. An die tapferen Seelen, die noch unter uns weilen, willkommen zurück. Ihr habt vielleicht einige Miesepeter im Königreich kreischen hören. Das Turnier wäre brutal und unmoralisch. Doch abgesehen von Proklamationen und Addenda war das schon immer die Art von Daventry. Und das wird sich auch niemals ändern. Nun, Ritter in Spe, wenn ihr so freundlich wärt, uns eure Augen zu präsentieren. Oh, halt still! Dass das nicht mein Auge ist. Gut, dass das nicht mein Gesicht war. Wie man's nimmt. Ich muss doch bitten. Glückwunsch. Wir akzeptieren offiziell alle präsentierten Augen. Wir sehen uns bei den Duellen. Nimm das und das. Oh. Sir Springensfeld. Na? Bist du überrascht, dass ich beim Stofftierturnier antrete? Weißt du was? Ich schreibe wirklich meine eigenen Geschichten. Ich setze da an, wo mein letztes Buch aufgehört hat. Es hieß 31 Wege zur Monsterbeseitigung. Ja! Das hast du davon, Sir Springensfeld. Gwendolyn. Tut mir leid, Oma. Oh, ich mach das schon, Schätzchen. Ich wollte dir nur sagen, dass dein Großvater dich erwartet. Also lauf und erlebe ein paar Abenteuer. Nur möglichst nicht mehr in der Nähe meiner Glasvasen, bitte. Nun ist die Zeit für meinen Lieblingsteil des Turniers gekommen. Die Duelle. Ihr werdet euch in einem Kraft- und einem Tempo-Duell messen. Die Gewinner erwartet ein finales Duell des Scharfsinns. Eure Gegner wurden alle ausgelost, also keine Beschwerden. Das gilt auch für euch, Whisper. Bei einem Unentschieden kommt es zum Ausscheidungsprinzip. Der Sieger hat den Ritterposten. Das Kraftduell findet auf unserer spektakulären, schwebenden Insel statt. Und vergesst nicht, euer Ross zum Tempoduell in die Arena mitzubringen. Man enthülle die Turniertafel. Ich bleibe hier, um Fragen zu beantworten. Viel Glück! Alles klar. So, dann wollen wir jetzt mal... Kann man überhaupt speichern? Anscheinend nicht. Hm? Ungespeicherte Fortschritte. Ja. Wollen spielen. Fortsetzen. Ah, okay. Alles klar, dann würde ich nämlich jetzt sagen, wir machen an dieser Stelle Pause und aus. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Schönen Abend und viel Spaß. Tschüssi.